Kennt ihr es noch, wenn früher in der Grundschule so die Schulfotografen da waren? Und die immer so gesagt haben, so, hey, stell dich ganz natürlich hin, ganz normal, aber noch ein bisschen seitlicher. Noch ein bisschen seitlicher. Noch ein bisschen seitlicher. Und jetzt dreh dich zu mir. Und jetzt ganz natürlich lächeln. Und dann haben die dich mal ewig da stehen lassen, ja? Dacht mir, Dicker, Alter, mach dein scheiß Foto. So, ich hab Rückenschmerzen. Und ich bin erst 6, Alter. Und mit 6 noch kein Ischias haben. Diese scheiß Fotos eh nie gekauft. Ne, war mal ein fairer Preis. 4 Fotos, 380 Euro bitte. Ist gut, dass ihr lacht. Nee, ist wirklich gut. Ist wirklich gut zu der, der erste Witz bei so einer Show ist immer krass wichtig. Der erste Witz bei so einer Show ist immer ein bisschen wie so ein Rollstuhlfahrer. Der muss sitzen und... Ich will mich hier gerade in keinster Weise über Rollstuhlfahrer lustig machen. Ja, ich benutze sie nur. Na, was wollen sie denn machen? Wollen sie mich angreifen? Diese Bühne ist sowas von nicht barrierefrei. Die habe ich extra so hoch bauen lassen. Ja, und jetzt können sie sich höchstens sehr intensiv auf die Lauer setzen. Und dann sitzen sie da. Ein Reifen ist platt schief. Ah, what a mess. Ich hab neulich bei irgendeiner Show den Witz mit dem Rollstuhlfahrer erzählt und da saß ein Rollstuhlfahrer im Publikum und der hat sich so voll gefreut und hat so gerufen, so, ja, machen wir noch mehr Witze über Rollstuhlfahrer. Ich hab gesagt, so, Dicker, Alter, ich muss hier ein bisschen auf den Geschmack des Querschnitts des Publikums achten. Ich kann hier echt nicht nur auf deinen Querschnitt achten und ja, die Rollstuhlfahrer sind echt egoistisch. Immer nur ich. Achso, ihr braucht euch übrigens nicht wundern, hier wegen den ganzen Kameras. Die sind nur von N24 und drehen hier gerade eine Hitler-Doku, aber... Ich bin froh, gerade auf der Bühne zu stehen. Ich mag meinen Job, ja. Ich mag das, so viel rumzureisen. Ich finde es cool, man lernt krass viele verschiedene Leute kennen. So. Ich meine, klar, ich lerne euch jetzt nicht direkt kennen. Ja. Ehrlich gesagt, sehe ich euch nicht mal tatsächlich. Das ist wirklich so durch das Gegenlicht hier. Ich seh nichts. Ich seh gar nichts. So, hier könnten 7 Schafe im Publikum sitzen und ich würde es nicht mitbekommen. Also vorausgesetzt, dass sie sich ruhig verhalten, ja. Wenn die jetzt irgendwie anfangen, so crazy Schafsachen zu machen, ja, so mäh. Dann würde ich schon mal fragen, so, Entschuldigung? Kann es irgendwie sein, dass hier 7 Schafe im Publikum sitzen? Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, wir müssen 2, 3 Klassenbucheinträge und ich schwöre euch, die sind nicht ausgedacht, die sind nur gesammelt. Ja, nur gesammelt. Katholische Religion. Jean-Luca lässt hörbar Körpergase entweichen. Ich habe einfach nur mal mitgeschrieben, alles über die Jahre gesammelt. Ne? Bildende Kunst. Und zwar Raclette-Ritas Klasse. Die Klasse 10a weigert sich, die Verdunklungsrollos zu schließen, um die expressionistische Stimmung zu spüren. Nochmal bildende Kunst. Lennart versucht, sich zwischen Fenster und Verdunklungsrollo festzuklemmen. Mit Erfolg. Mathematik. Linus sticht mit dem Zirkel Löcher in Annas Capri-Sonne. Geschmack Orange. Steht das? Geschmack Orange. Naja, Physik. Torben Manuel täuscht wiederholt Nasenbluten vor, nur um sich von Anastasia Tampons auszuleihen. Kannst du mal ausprobieren. Ne? Ja, nochmal, Geschichte. Justin hat seine Hausaufgaben. Nochmal bildende Kunst. Die Verdunklungsrollos lassen sich nicht mehr öffnen. Lennart fehlt unentschuldigt.
Nein, ich mache mal ganz gerne am Anfang immer so Anwesenheitskontrolle, immer ganz kurz. So, kennt ihr Anwesenheitskontrolle, oder? Kennt ihr noch, wenn ihr so sagt, so, Max, hier bin ich anwesend, oder? Kennst du dann sowieso anwesend, Reza hier anwesend, da bin ich. Bei mir an meiner Schule, HFG Köln-Chorweiler, ne, da ist es so, da muss man sich immer so, sag ich mal, so ein bisschen auch auf die Schülerschaft, kulturell auf die Schülerschaft einlassen, was ich absolut gerne mache. Da ist ungefähr, läuft ungefähr Anwesenheitskontrolle ungefähr grob so ab, ungefähr so. Sertac Khan Mutlu. Anwesend, hier bin ich, ja. Justin Maddox, ja, hier anwesend, Herr Schröder, da bin ich, ja. Melton Kaplan Krüzyu, alles tamam, Herr Schröder, hier bin ich, ja, alles gut, Digga, ja. Özcan Mohammed Yildirim, anwesend, hier bin ich, Herr Schröder, ja. Ali Samari Bakmacer? Ah, Sie meinen vielleicht mich, Herr Schröder. Aber mein Name wird Alisa Marie Bachmeier ausgesprochen. Seid ihr? Seid ihr intrinsisch motiviert? Ich muss euch noch eine Sache erzählen, weil wir haben einen neuen Kollegen. Bei uns an der HFG, was sind es jetzt, keine 10 Wochen, keine Ahnung, wie lange es genau ist. Aber wenn ich den nicht beschrieben habe, dann fehlt mir was zum Glück. Ein neuer Kollege bei uns an der HFG. Und den muss ich, einfach, also pass auf. Jung, motiviert, gut aussehend, kompetent, eloquent und jetzt kommt's. Beliebt. Im Kollegium und bei den Schülern. Adagada. Kurz gesagt. Ein Riesenarschloch. So, dreimal dürft ihr raten, welches Fach. Oh, ich liebe euch. Es ist so, Leute, so deutlich ist es nie. Es ist die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle. Der ist es. Ja, hi, was geht ab? Wie gesagt, ich bin Alex, ich komme aus Kiel. Ursprünglich komme ich aber nicht aus Kiel, ursprünglich komme ich vom Dorf und ich fange immer ganz gerne mit einer kleinen Dorfstory an. Ich muss aber dazu sagen, dass nach der Story irgendwie immer 50% lachen und 50% danach loswollen. Aber ich erzähle es erstmal. Und zwar hat mir ein Kumpel die Story erzählt, der auch aus dem Dorf kommt und der meinte, der hatte letztens einen One-Night-Stand und zwar mit der Tochter von seinem Chef. Und dann ist er halt morgens aufgewacht, geht ganz entspannt frühstücken und sitzt auf einmal einfach seinem Chef gegenüber und ich glaube, sowas gibt es hier in der Stadt nicht. Gerade wenn man bedenkt, dass er bei seinem Vater arbeitet. Ja, das sind wieder die 50%, die lachen, so ist jedes Mal dasselbe. Aber ich finde das auf jeden Fall gut, wenn ihr lacht. Ich finde das auch gut, weil das so direktes Feedback ist. Ne? Also ich weiß direkt, wenn ihr lacht, okay, das war gut. Wenn keiner lacht, weiß ich direkt, okay, war beschissen. Und bei uns in der Schulzeit gab es so direktes Feedback nicht. Also wenn wir in der Schulzeit irgendwie nach so einem Vortrag Feedback geben wollten, dann mussten wir einfach immer mit was Positivem anfangen. Egal wie beschissen dieser Vortrag war. Und wenn der Vortrag so richtig beschissen war, dann kam immer dieser eine Satz so, ja, ich fand gut, dass du laut und deutlich gesprochen hast. Und euch so denkt, ey, Comedy-Abend, ne, richtig beschissene Idee, ich habe nicht einmal gelacht. Aber dieser Alex Stoll, der hat ja so abgerissen, der hat ja so laut und deutlich gesprochen. Wirklich. So. Ich saß in der letzten Reihe, teilweise konnte ich ihn richtig akustisch verstehen, ey, ist okay. Apropos in der letzten Reihe, ich weiß noch, bei uns musste einer in der Schulzeit auch mal so spontan Feedback geben in der letzten Reihe. Und dann meinte er auch so, ja, ich fand gut, dass du laut und deutlich gesprochen hast. Was ich schade fand, war, dass man dich hier hinten kaum verstehen konnte. Dumm, ne? Ich habe einem Kumpel das erzählt, dass ich mich über diesen Spruch so ein bisschen lustig machen will. Und dann meinte er hatte auch jemanden in der Klasse, der hat auch immer so was Dummes gesagt. Und zwar meinte der immer, ja, ich fand gut, dass du Mimik und Gestik verwendet hast. So mega dumm, wie soll das ohne aussehen, ne? Meinte ich auch zu ihm. Und dann meinte er, das wusste er auch nicht, bis er meine Comedy gesehen hat. Ja. Schulzeit. Schulzeit war schon witzig, so allgemein. Man kann da ein paar Witze drüber machen. Aber es gab auch ein paar Sachen, die waren bei mir nicht so gut. Also ich war zum Beispiel immer mega schlecht in Mathe. Und ich hatte dazu noch so einen Mathelehrer, der hat mich immer mega fertig gemacht und mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass mein Leben dadurch weniger wert ist oder so.
Und das ist jetzt ein blödes Thema, ich will euch nicht runterziehen, ihr sollt Spaß haben, aber ich war jung und dumm und ich habe dann zu der Zeitpunkt auch viel so über Selbstmord nachgedacht deswegen. Also ich wusste natürlich, dass Suizid keine Lösung ist, aber ich dachte so, vielleicht für ihn. Ja. Grüße an meinen Mathelehrer. Dankeschön, Dankeschön. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber mein Vater hat früher immer gesagt, der Bastian hat ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Und das stimmte, ich war echt scheißhässlich. Und am allerschlimmsten war es immer im Schwimmunterricht. Erinnert ihr euch an Schwimmunterricht in der Schule? Weil da kam zu der hässlichen Fresse noch dazu, dass du dich ausziehen musstest. Ja, in der schlimmsten Phase deines Lebens, in der Pubertät, musst du dich auf einmal vom anderen Geschlecht ausziehen. Der Vollhorror. Du kamst, ich habe schwimmen gelernt im Zentralbad Gelsenkirchen. Wir nannten das den Fußpilzbunker. Du kamst unten rein in so eine Umkleide, die roch wie der Schlüpfer von Captain Igloo. Und die erste Herausforderung war, dass du dich irgendwie so in den Spind reingedrückt anzogst, diesen Speedo-Slipper, den Mama gekauft hatte, ohne dass irgendeiner deiner Mitschüler deinen Mikropimmel sehen konnte. Geil, welche Jungs jetzt lachen so. Weil es gab diesen einen Typen in eurer Klasse. Alle Jungs, die hier sitzen, kennen diesen einen Typen in der Klasse, der schon so einen Rüssel hatte. Und der durch die Umkleide lief und sagte, hier kommt Benjamin Blümchen! Zurück! Bei uns hieß der Sören Bialek. Und wir haben den gehasst, weil der als einziger cool in die Schwimmhalle reinlaufen konnte. Wir alle wie von der Augsburger Puppenkiste, oh, hoffentlich sieht man meinen Pimmel nicht, hoffentlich sieht man meinen Pimmel nicht. Und er vorneweg, staying alive. Weißt du, und dann kamst du, ihr erinnert euch alle an diese krasse Schwimmsportschulhalle. Ey, du kamst da rein und das war einfach der Beweis, dass Architekten keine Ideen haben bei sowas. Auf der linken Seite so ein trauriges Nichtschwimmerbecken, 50 Grad warm, in dem die Bakterien Swingerpartys veranstalteten. Und rechts so dein Becken, in das du rein durftest, unterteilt in zwei Bahnen. Auf der rechten Bahn Seniorenköpfe mit rot-weißer Badekappe, die im Abstand von 5 Metern Brustschwimmen übten, dem Tod davon schwimmen. Und links unsere Bahn, 1 Grad warm und mit so viel Chlor drin, dass die türkischen Schüler blondiert wieder rauskamen. Und vor unserem Becken stand eine Frau, die meine Jugend sehr geprägt hat, meine Schwimmlehrerin Frau Schmitz. Oh ja, oh ja. Oder wir nannten sie auch Chuck Norris mit Titten. Und das war eine sehr, sehr hygienische Frau, weil die hatte immer eine hautenge Badekappe auf dem Kopf. Hauteng, ist klar, ne? Damit bloß kein Haar jemals in die Gefahr kam, das schöne Badewasser zu verunreinigen. Aber 2 Etagen tiefer auf Parterre kam links und rechts die Frisur von Günther Netzer aus dem Badeanzug raus. Das Gestrüpp. Du hast immer nur darauf gewartet, dass gleich Gerhard Delling reinkommt und ein Mikrofon dranhält. Ich meine, sie hätte antworten können, waren ja Lippen da. Und die sagte, was uns meine Jugend sehr geprägt hat, sie sagte, Bastian, heute lernen wir was fürs Leben, 5er springen. Und denkst du, Alter, wen soll das aufs Leben vorbereiten? Ey, Spider-Man aus dem 2. Stock springen ist keine gute Idee. So. Aber du konntest ja nicht wehren, 12, 13, das heißt hoch auf den 5er-Turm. Vor mir ein Mitschüler, der das unvorteilhafte Schicksal hatte, wie das Stunt-Double von E.T. auszusehen. Moritz Piepenkötter, 1 Meter groß, 6 Kilogramm schwer. Und wir da hoch und Moritz war nicht die hellste Kerze auf der Torte. Auf dem Weg nach oben drehte der sich zu mir um, guckt mich an und sagt, Basti, wie hoch ist denn eigentlich der 5er? Da wusste ich mir, der Kopfsprung kann dem nicht mehr schaden, Alter. Und dann standen wir da oben, vor mir Moritz Piepenkötter, hinter mir Chuck Norris mit Titten und Moritz hatte die Buchse aber voll, der Speedo-Slip bis zum Anschlag. Ne? Der machte immer und der zögerte und im Moment seines Zögerns spürte ich plötzlich meine Schwimmlehrerin wie einen Hauch des Todes an mir vorbeischreiten und sie legte ihre Hand auf Moritz' Schulter, um ihm positive Energie zu schicken, positive Ionen in ihn reinzupumpen und dann sagte sie, Gunflug, bam! Ich habe mich so scheiße gefühlt.
Ich glaube, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Es war alles so furchtbar. Aber das Schlimmste war mein kleiner Bruder. Der hat das alles mitbekommen. Und dann saß er so am Esstisch neben mir. Also, jetzt nochmal von vorne. Warum muss die Caroline wieder Windeln tragen? Halt die Fresse, halt die Fresse. Wer bist du? Ich war so neidisch auf den. Der hatte diese Scheiße nicht. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, so eine scheiß Eddie Murphy-Stimme ist auch ganz schön kacke. Ey, und lieber blute ich einmal im Monat in die Watteflügel, als ständig mit so einem Überraschungsständer rumzulaufen. Das ist doch Horror. Da hat der liebe Gott seinen Spaß, oder? Wenn er die Lottolatten an die kleinen Jungs verteilt. Weiß ja nie, wann du einen Hauptgewinn hast. Beim Obi an der Kasse. In der Schule an der Tafel. Boah, das, ey, da will ich nicht tauschen. In der Schule einen Dicken kriegen. Das ist doch echt. Ey, überleg mal, wie viele Leute, die eigentlich gut in Mathe wären, wie viele Jungs, voll die Sechsen kassiert haben, weil der Lehrer gesagt hat, so, komm mal vorne an die Tafel. Nein. Doch, du kommst jetzt nach vorne an die Tafel, habe ich gesagt. Nein, ich komme nicht nach vorne. Sie können die Tafel gerne zu mir bringen, aber ich gehe. Also man kann sich vorstellen, es war ein etwas sehr seltsames Bild, wenn mein Bruder und ich so die Straße entlang gingen. John Waynes Tochter und ihr kleiner Bruder mit dem unberechenbaren Klappmesser. Da wurde wegen uns schon mal die Seite gewechselt. Aber ich weiß ja, ich bin eine Frau. Ich habe die Entwicklung gemacht. Ich bin eine. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind nur noch so eine Hülle. Wir tun nur noch so das, was man von uns erwartet. Wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe, dann habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Wir treffen uns und dann denke ich, wir arbeiten so Punkte ab. Frauenpunkte. Wir treffen uns, Punkt 1, ausrasten. Yeah! Komm, wir gucken Sex and the City! Und wir trinken Prosecco! Und ich stehe mal daneben und denke, warum? Warum soll ich Prosecco trinken? Warum? Warum soll ich Prosecco trinken, wenn ich Bier trinken kann? Dieses Prosecco-Gesaufe.